Als ich am 30. Mai 2005 von dieser Stelle aus meine erste Kanzlerkandidatur öffentlich bekannt gegeben habe, habe ich sie unter anderem damit begründet, dass ich Deutschland dienen möchte. Deutschland und den Menschen zu dienen, das ist eine in Zeiten wie diesen zumal national wie international sehr herausfordernde, aber auch erfüllende Aufgabe. Und dass ich das nun schon so lange tun darf, dafür bin ich sehr dankbar. Ich habe mal gesagt, ich wurde nicht als Kanzlerin geboren. Und das habe ich auch nie vergessen. Zugleich habe ich das sichere Gefühl, dass es heute an der Zeit ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Denn wir alle stehen in der Zeit. Und für mich ist es heute an der Zeit, Ihnen folgende Entscheidungen mitzuteilen. Erstens, auf dem nächsten Bundesparteitag der CDU im Dezember in Hamburg werde ich nicht wieder für das Amt der Vorsitzenden der CDU Deutschlands kandidieren. Zweitens, diese vierte Amtszeit ist meine letzte als Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bei der Bundestagswahl 2021 werde ich nicht wieder als Kanzlerkandidatin der Union antreten und auch nicht mehr für den Deutschen Bundestag kandidieren und, das will ich nur zu Protokoll geben, auch keine weiteren politischen Ämter anstreben. Drittens, für den Rest der Legislaturperiode bin ich bereit, weiter als Bundeskanzlerin zu arbeiten. Und viertens, ja, damit weiche ich in einem ganz erheblichen Maße von meiner tiefen Überzeugung ab, dass Parteivorsitz und Kanzleramt in einer Hand sein sollten. Das ist ein Wagnis, keine Frage. Aber unter Abwägung aller Vor- und Nachteile bin ich dennoch zu dem Ergebnis gekommen, dass es vertretbar ist, dieses Wagnis einzugehen. Wenn ich 2021 wieder als Spitzenkandidatin zur Bundestagswahl antreten wollen würde, oder ich mir heute darüber im Unklaren wäre, dann hätte ich diese Entscheidung so nicht getroffen. Aber ich versuche, mit dieser Entscheidung einen Beitrag zu leisten, der es der Bundesregierung ermöglicht, ihre Kräfte auf endlich gutes Regieren zu konzentrieren. Und das verlangen die Menschen ja zu Recht. Und dieses Vorgehen fußt im Übrigen ausdrücklich auch auf der Absicht der Bundesregierung, eine Evaluierung ihrer Regierungsarbeit zur Mitte der Legislaturperiode vorzunehmen, die CDU, CSU und SPD in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart haben. Fünftens, meine Partei, die CDU, kann sich mit einer auf dem Bundesparteitag in Hamburg gewählten neuen Führungsmannschaft, verbunden auch mit dem Prozess für ein neues Grundsatzprogramm, auf die Zeit nach mir einstellen. Ich bin mir bewusst, dass ein solches Vorgehen in der Geschichte der Bundesrepublik ohne Beispiel ist, aber ich bin davon überzeugt, dass das Vorgehen viel mehr Chancen als Risiko bietet für unser Land, die Bundesregierung und auch für meine Partei. Und diese Überzeugung habe ich auch aus meiner persönlichen Lebenserfahrung gewonnen. Denn zur Bundestagswahl 2002 habe ich dem damaligen CSU-Vorsitzenden Edmund Stoiber die Kanzlerkandidatur überlassen und für ihn und die Ziele der Union aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung Wahlkampf geführt. Und heute ist es mir eine Herzensangelegenheit, in der letzten Legislaturperiode meines politischen Arbeitens einen Beitrag zu leisten, mit dem neuer Erfolg der CDU unter gleichzeitiger Wahrung staatspolitischer Verantwortung möglich ist. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Herr Bouffier, bitte. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte zunächst... Ja, Frau Bundeskanzlerin, auch Herr Merz hat angekündigt, auf dem Parteitag zu kandidieren. Erwarten Sie einen Richtungskampf nun innerhalb der Partei? Und die zweite Frage, was würde passieren, wenn die SPD möglicherweise aus der Großen Koalition rausgeht und vor Ablauf der Legislaturperiode eine Neuwahl nötig wäre? Würden Sie dann noch mal antreten? Na, das habe ich ja ausgeschlossen. Jetzt schließt das mit ein, aber jetzt will ich mich doch nie an irgendwelchen Spekulationen beteiligen. Deshalb sage ich auch zu all dem gar nichts. Ich habe auch gelesen etwas von Friedrich Merz, dazu kann ich aber nichts Valides sagen. Und ansonsten geht meine Entscheidung ganz wesentlich in die Richtung, dass ich einen Beitrag dazu leisten möchte, dass diese Bundesregierung, die wir nun unter Mühen gebildet haben, auch erfolgreich arbeiten kann. Herr Delfs.